Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Warthunder mit dem Seras. Servus. Und wir sind mit dem 10-3er-Deck der Amerikaner unterwegs und ich sitze allerdings in einem 10-0-Fahrzeug und zwar dem M60A3. Den habe ich mir mal als Pacht geben lassen. Ich bin gespannt. So, das ist das 50-Cal. Ach, du meinst das an dem linken Turm? Ja. Nee. Ja, das ist so ein 50 Cal und das Großkaliber-Ding dran. Nee, das ist komisch. Das sieht auch total verbastelt aus, das Ding. Ich bin mal gespannt, ich bin den noch nicht gefahren. Der ist ziemlich gut. Also du darfst dich nicht hundertprozentig auf deine Panzerung verlassen, aber der steckt schon das eine oder andere ein und die Kanone ist echt übel. Hat der da so ein abstandsaktives Verteidigungssystem hinten? Das weiß ich nicht. Oder sind es Parksensoren? Das siehst du ja, wenn du links unten guckst. Hast du einen grünen Kreis um dein Panzer? Nee. Deswegen wundert es mich halt, was es sein soll. Keine Komponente. Hüpf. So, dann gucken wir mal, was das Ding leisten kann. Der Plan ist eigentlich vor allem auch mal wieder in die A10 zu kommen, meine Damen und Herren. Muss nämlich noch mit großen Raketen, die größer sind als 40 Kilo, Kills für den aktuellen Battle Pass machen. Ich bin gespannt. Wow, und da außen fangen unsere Leute schon an zu platzen. Toll. Was hat der für ein Thermal? Ach, sogar ein ziemlich gutes. Sogar ein sehr gutes. Ja, der hat, glaube ich, Gen 3. Kollege, da um die Ecke steht einer. Nicht einfach rumfahren. Alter! Diese Mixed Battles gehen mir so auf den Keks. Ich habe nicht damit gerechnet, jetzt von Object 292 zu fahren, ne? Boah, jetzt bin ich aber stinkig. Nimm den jetzt gerade nochmal. Ja, Leute, heute, bei uns läuft es halt den ganzen Tag so. Wir haben vorhin schon andere BRs versucht aufzunehmen. 9-3 vor allem. Das ist auch nicht gut gegangen. Was ist denn das eigentlich für eine Kanone, das der da verbaut hat? Was? Welcher? M256. Das ist doch... Was ist denn das? Ist das dieselbe wie im Abrams, also in den Folge-Abrams? Boah, da fragst du mich was. Die sieht auch sehr ähnlich aus. Ich weiß es aber gerade auch nicht auswendig. Bei den Abrams, die ich jetzt gerade dabei habe, ist nur ein 105er drin. Aber der Name ist verdächtig. Okay, also ich glaube, die Runde wird unser Team verlieren. Wieso? Weiß ich nicht. Fühlt sich so an. Alter, oh, warum bin ich nicht auf einmal so gerutscht? Ach lol, das ist der zugefrorene See, wo ich da gerade drauf gefahren bin, aus Versehen. Nice. Nicht gesehen, nicht gemerkt. So, wann kommt das Flugzeug wieder? War ein sehr tief liegendes feindliches Flugzeug. Nein, oh mein Gott, bin ich dumm. Wo war denn der? Direkt bei mir, ich bin an ihm vorbeigeschlittert. Ich versuch's jetzt mal über die Innenbahn. Boah, bin ich dumm. Ich weiß, warum ich den Wolfpack nicht mag. Ich komme mit ihm nicht klar und er tötet mich immer. Und ich bin, by the way, jedes Mal One-Shot. Ja, Standard. Aber auch nicht mit dem klar, mag den auch nicht. So, okay, also doch nicht. War ich halt doch wieder in die Stadt. Noch gerade was? Ah, ne, das war.
War nichts. Must have been the wind. Ich höre doch was, oder? Ah, in Städten, ey. Diese Reflexion von Sound, ja, Sound. Übel. Es ist schwierig manchmal. So, ich bin gespannt, was das war, was A gekippt hat, weil ich höre nichts. Wiesel wahrscheinlich, der mich gekillt hat, vermutlich. Wieder nur meinen Motor. Also, das ist problematisch. Okay, ja, wahrscheinlich war es das Wiesel. Nach außen gefahren jetzt anscheinend. Ist das das hier? Vermutlich. Genau weiß ich es aber noch nicht. Ja, ist es. Die Frage ist, ob der Freunde dabei hatte. Das hören tue ich nichts. Ah, Rache ist Blutwurst. Das ist ein bisschen Oberkill mit der Gauer. Alter! Nice. Den habe ich nicht gesehen. Ich stand direkt neben den. Ich wäre jetzt knallhart an dem vorbeigefahren, wenn ich nicht ihn nicht gesehen hätte. Okay, das macht keinen Sinn, aber. Was? Ich habe den erst gesehen, als ich quasi schon meinen Rüssel in seinen Hinterkopf gesteckt habe. Der gehört aber auch nicht hin. Oh, da. Hinter dir! Oh, fuck! Ein Glück haben Russen so eine beschissene Gun Depression. Uiuiuiuiuiui. That was intense. Das hätte auch richtig bös schief gehen können gerade. Weiß nicht, warum das Objekt nicht geschossen hat. Nachladezyklus gewesen. Der hat sich aber auch nicht bewegt, irgendwie. Also ganz komisch war das. Brain AFK? Nee, er ist vorher noch gefahren. Also irgendwie, das hat gerade alles nicht zusammengepasst, was er gemacht hat. Echt schlecht programmierter Bot. Möglich. Scheiße. Über mich ist gerade eine Drohne geflogen. Das war nicht unsere. Aber der spielt sich ganz cool. Jan hatte sich den ja als Weihnachtsgeschenk, glaube ich, gegönnt. Der Geburtstag? Ich weiß es nicht mehr. Er hat ihn sich auf jeden Fall selbst gekauft, also ganz billig ist das Ding nicht. Nee, der hat ihn für so knapp 300 sich geholt. Ja. Muss man schon sehr Fan sein. Ja, das war nicht so ein berühmter Ausflug von mir. So, versuchen wir mal. Aber hey, ich war halbwegs erfolgreich mit dem Wolfpack. Also. Versuche jetzt das Feld von hinten irgendwie ein bisschen aufzuräumen, wenn es geht. Wobei, das wird nicht gut gehen. Ich glaube, ich höre einen T64 in der Stadt. Ah, ne. Der ist von uns, der T64. Oh oh. Lol. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Da fährt noch ein Tiger hinter dem. Okay. Yeah. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Wenn er dich in die Seite trifft, bist du tot. Ich vermute sogar mal, wenn er mich von vorne trifft, bin ich auch nicht so. Na, das kann die Panzerung, glaube ich, ganz gut ab. Echt? Ich meine, du bist ein M60. Ja, aber. Weiß es nicht. Ach, da fährt noch einer. Hättest du nicht machen sollen.
Am 2C. Der fehlt mir tatsächlich noch im deutschen Tree. Und dann noch die zwei Flux, die späten. Und der 2A7V, aber bei dem bin ich fast fertig. So. Aber der macht Spaß, muss ich tatsächlich sagen, das Gerät hier. Ja, der ist gut, der ist gut. Der ist recht mobil. Gut, ich habe jetzt noch keine. Wir haben jetzt noch keine Schüsse gefangen tatsächlich von dem Ding, außer dass ich halt sofort tot war. Aber Kanone passt. Er sieht eigentlich ganz cool aus. Ich hätte eigentlich ganz gerne, dass mich jetzt mal ein Heli oder ein Flugzeug anfliegt. Ja, hättest du das gerne? Ja, ich würde es gerne mal. Die Zusatzbewaffnung würde ich gerne ausprobieren. Ach so, das ist das Turmding. Was ist das, eine 25 mm oder? Ja, 30er? Aber. Ja, 25 mm, aber der hat so einen mega kurzen Lauf. Also ja, das sieht ganz komisch aus. Das hat eher so keine Granatwerferzüge. Genau, dachte ich nämlich ursprünglich, dass das ein Granatwerfer ist. Das ist es aber nicht. Nee. Also ich frag mich halt, wie die damit eine gescheite Muscle-Velocity hinkriegen, aber es scheint zu funktionieren. Ja gut, das machen sie nur über die Cartridge an sich quasi. Im Prinzip ist das ja eine kleine Bushmaster. Die sieht auch aus wie eine ganz, ganz kurze Bushmaster. Auch, Pass auf, Richtung 345 steht irgendwo einer hinter den Hügeln. Okay. Also auch die Waffenblende von dem Ding sieht aus wie eine Bushmaster-Blende. Okay. Guck mal, das ist diese typische runde Bushmaster vorne. Ja, wobei nicht ganz. Nein, dieses runde nicht. Also nicht die Mündungsbremse, sondern dieses runde Ding. Vorne. Achso, ja. Sieht aus, als hätte es einfach eine Bushmaster abgeschnitten. Hier links neben dem Haus stand eben einer. Okay. Hat sich mit unserem Helikopter gebieft. Hallo, wir kommen. Alter! Ach, das Haus geht kaputt? Das ist ja praktisch. Teilweise. Nee. Ziemlich ganz. Nee. Das Boden, das Erdgeschoss. Das Boden bleibt, Alter. So, ihr Ficker. Wollte doch eigentlich ins Flugzeug rein, aber jetzt lief das leider dann doch so gut mit dem Panzer. Machst du eine M60-Folge? Scheint so, ne? Nee, ich wollte eigentlich für den vielleicht sogar ein Vorstellungsvideo machen, aber wobei, das ist bei solchen Fahrzeugen gar nicht so einfach meistens. Zu den Hauptfahrzeugen. Hol ihn, hol ihn dir, mit der Bushmaster. So, scheiße. Naja. Zu den Hauptfahrzeugen, zum M60 gibt es natürlich unfassbar viele Informationen, aber zu diesen Kampfwertgesteigerten sind die meistens relativ dünn, die Infos. Das stimmt, ja. Das ist etwas schwierig. Oh, hi. Killis? Hä? Habe ich dafür einen Kill-Assist bekommen? Ah, nee, die Flagge vorne ist links irgendwo war. Ach nee, ist schon tot. So, dann gehe ich jetzt doch nochmal an die A10. Ach, du bist auch tot. Ja. Lolli, ihr seid gleichzeitig gestorben. Ich war gerade so verwirrt. So, meine Freunde. Ich würde jetzt gerne noch schnell ins Flugzeug gehen. Ich habe noch ein paar Raketen zu verteilen. Ich bezweifle, dass du da noch hinkommst. Brauche ich nicht, nur meine Raketen müssen ankommen. So, erstes raus. Das Problem ist von den Mavericks, die fliegen nicht allzu schnell. Dafür sind sie auch nicht. Die gleiten mehr. Nein, nicht den töten! Achso. Ja, gut, die Runde ist eh vorbei. Nein! Egal, das hat Spaß gemacht, da hängen wir noch eine dran. So, Freunde. Die Map könnte gut funktionieren. Die hat mir in letzter Zeit immer sehr viel Glück gebracht. Allerdings habe ich auf dem Weg hierher nach Vietnam Seras verloren. Der hat nämlich ein Megge von seinem Mädel bekommen. Aber Plan ist, wie gesagt, in die A10 zu kommen und mit den AGMs für ein bisschen Stumpf zu sorgen. Deswegen gucken wir mal, ob das klappen wird. Okay, heute fahren einige tatsächlich ins Städtchen. Und ich hoffe, dass ich hier mit der Bushmaster vielleicht noch ein bisschen was machen kann.
Die würde ich wirklich gerne gewinnbringend benutzen. So, was macht ihr da, Freunde? Was soll ich gegenseitig aufhalten? Soll ich euch alle wegschieben? Ich bin wahrscheinlich eh schwerer als ihr alle zusammen. Ne, so schlimm ist es nicht, aber M60 ist schon ein schweres Stück Metall. Oh, Junge, das ist mutig, was du machst. Okay. Kommandant, das wird nicht gut ausgehen. Aber gut, er muss 10 Sekunden nachladen. Bis dahin bin ich hier schon hinter der Mauer. Nicht mit mir. Ich vermute, dass das der Kepper gewesen sein könnte. Ich bin mir nur nicht sicher. Links von mir ist scheinbar auch noch was. Da nehme ich gerade irgendwas Smoke geschmissen. Ich glaube, von unseren Leuten war es niemand. Was, sie haben sich da komplett aufrauchen lassen. Ey, der macht echt Spaß, aber... Irgendwie fast 300 Tacken für das Teil? Ich weiß nicht. Dafür bin ich zu sehr Sparbrötchen. Und ich habe auch einfach keine 260, 300 Tacken oder was auch immer das Teil kostet. Er wird versuchen, mich zu umfahren. Wie ich vermutet habe. Scheiße. Habe ich einen taktischen Fehler begangen? Kann ich ihn nämlich nicht beschießen. Die Hoffnung, die ich jetzt habe... Genau, dass von vorne noch einer kommt. Den ich zumindest noch einem mitgeben kann. Das wird nicht gut gehen. Lol. Nein, 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 nein. Das Fadenkreuz war direkt drauf, aber mein Gunner war tot. Egal. Oh, ich könnte das Ding komplett zuhängen. Was? Das mache ich auch. Schön noch mit Dampfeierraketen. So, jetzt muss ich aber kurz einmal meine Raketen auswählen. Einmal die AGMs. Und jetzt gib ihm. So. Ich glaube, ich war noch viel zu weit weg. Glaube ich. Ja. Einen Lock verloren. Ja, die Map ist, kann funktionieren, muss aber nicht. Ich hol mir einen anderen Abschusswinkel. Nee, der hat den verloren. Da ist doch ja nicht mehr da.
Das wird auch super. So. Okay, hier habe ich überhaupt kein gutes Schussfeld. Kacke. Halt mit den Dampffeuern, ist mir auch recht. So. Und noch ein Anflug. Wenn die leer sind, ziehe ich mich zurück und versuche es nochmal mit den Mavericks. Oh fuck! Ich glaube, an was bin ich denn jetzt hängen geblieben? Ich vermute an einem Haus. An einem Baum. Ah! Scheiße. Komm, ich gehe nochmal mit dem M60 rein, der macht mir echt Spaß. Die Kills habe ich mit dem Ding 2 hatte ich. Plus den Kill von der A10. Gut. Sonst ist irgendwo ein Gegner. Ja, ne. Da hat mich gerade der Baum getötet. Dankeschön, Baum. Ich liebe dich. Blöd. Ach komm, ich hab Bock auf Bradley. Zudem wird es demnächst übrigens ein Vorstellungsvideo geben. Es ist tatsächlich ja so mit einer meiner Lieblingspanzer. Mag man ja nicht glauben, weil so geil ist er eigentlich nicht. Aber ich finde, er sieht cool aus. Er spielt sich eigentlich recht schön, finde ich. Autsch. Außer man wird direkt von der Su-25 weggeballert. Ja, komm. Die Runde ist komplett schon kaputt. Gut. Naja, gut. Das war jetzt. Das war jetzt nicht meine größte Leistung, so ein Flugzeug mit dem Ding hier abzuschießen. Aber ich bin Erster geworden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.